Herzlich willkommen bei Heinzons Parfümlabor. Heute mit dem ersten Sommerinterview hier auf diesem Kanal. Dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist gelernter Industriekaufmann, Apotheker, vor allem aber ist er Parfümeur und Inhaber der ältesten Parfümfirma der Welt. Herzlich willkommen, Johann Maria Farina. Herzlich willkommen. Herr Farina, Jeremy Fragrance hat auf seinem Kanal mal erzählt, dass er Ihnen angeboten hätte, Ihr Unternehmen zu kaufen. Sie haben es ihm aber nicht verkauft. Warum denn nicht? Er hatte mich mal angerufen, aber ich hatte mehr den Eindruck, das war ein Scherz, um mit mir mal ins Gespräch zu kommen. Ah, okay. Diverse lustige Telefonate. Okay, aber ist dann nichts draus geworden. Ja, bei dem weiß man, glaube ich, immer nicht so genau, was ernst ist und was nicht. Nein, das stand aber auch nicht zur Diskussion. Okay, gut. Ja, wir haben jetzt gerade 30 Grad im Sommer draußen. Wenn man so dem Verbraucher zuhört in letzter Zeit, also das sieht man auch ganz schön bei YouTube, dann scheint es so zu sein, dass Haltbarkeit beim Parfüm immer das Nonplusultra ist. Also ein Parfüm muss lange halten, das hat der Verbraucher von heute irgendwie so im Kopf. Wie erklären Sie denn diesen Verbrauchern Ihr Produkt, das Eau de Cologne? Ob ein Parfum lange hält oder nicht hält, ist ja keine Qualitätsfrage, sondern eine Frage, wie das Parfum aufgebaut ist. Und eigentlich ist es auch ein bisschen die französische oder die amerikanische Schule. Ursprünglich sollten viele frische Düfte ein Moment der Erfrischung sein und dann muss der Duft wieder verschwinden. Unter Estée Lauder wurden dann erstmalig Düfte auch rausgebracht, die 24 Stunden hielten. Das hat natürlich zum Nachteil, dass diese Düfte relativ konstant gleich bleiben müssen, sein müssen. Aber diese Düfte haben auch einen Nachteil, sie werden sie auch nicht so schnell wieder los. Also das sind unterschiedliche Parfumschulen, wie man das haben möchte. Das ist nicht gut oder schlecht, aber ich persönlich muss sagen, ein Parfum muss sich entwickeln, aber dann auch wieder verschwinden. Und ist in keiner Phase gleich. Wie lange hält normalerweise Ihr Eau de Cologne ungefähr? Ja, das hängt jetzt einfach von der Temperatur, von der Feuchtigkeit ab. Aber es ist natürlich relativ kurz, weil frische Düfte verfliegen schnell. Und wenn Sie sie zu sehr fixieren, dann nehmen Sie diesen Duft die Frische. Und das ist also so ein Gegenmittel. Also das ist im Grunde genommen kontraproduktiv, wenn Sie einen frischen Duft zu sehr fixieren, dass er dann wirkt er nicht mehr frisch. Genau. Ist halt auch, ich finde es auch ein bisschen schade, dass es bei dem Verbraucher momentan sich so festgesetzt hat, weil gerade im Sommer jetzt möchte man vielleicht auch gar, also schwere Düfte schon mal gar nicht, ne? Aber wenn das den ganzen Tag an einem klebt, kann das durchaus auch unangenehm sein, finde ich. Ja, man kann das so wie Ludwig II. Machen. Tagsüber Eau de Cologne und abends einen schweren Chypre-Duft. Das ist ja auch eine Frage der Stimmung und des Events, was man machen möchte. Das stimmt, das stimmt. Kommen wir mal zu Ihrem Unternehmen. Also das Unternehmen wurde gegründet 1709, ist also schon über 300 Jahre alt. 1714 ist dann der Bruder des Gründers, also der Johann Maria Farina, ins Unternehmen eingetreten. Der Gründer hieß Johann Baptist Farina. Sie korrigieren mich, falls ich irgendwas falsch wiedergebe. Und damit ist Farina tatsächlich das älteste Dufthaus der Welt, also zumindest so, wie wir Parfum heute kennen. Und damit ist das Unternehmen gegründet worden 212 Jahre, bevor Chanel Nummer 5 auf den Markt gekommen ist. 173 Jahre vor Fougère Royale, der ja auch immer so als Ursprung der modernen Duftindustrie gehandelt wird. Und, das wollen wir nicht unterschlagen, 90 Jahre vor ihrem Wettbewerber 4711. Warum glaubt... Wenn ich dem Letzten direkt widersprechen muss, wie kommen Sie denn auf 90 Jahre? Also ich bin jetzt vom Gründungsdatum Ihres Unternehmens ausgegangen, 1709. Der Duft kam dann ein paar Jahre später aus Köln. Ach so. Nee, der Duft war vorher schon da, der wurde noch nicht im Unternehmen produziert. Ne? Ach so. Johann Maria Farina hatte ja auch schon vor der Firmengründung Düfte gemacht. Ja. Und quasi ist dann mit dem Duft in das Unternehmen seines Bruders mit eingestiegen.
so dass bei uns in der Buchhaltung effektiv ab 1714 die Produktion belegt wird. Ne? Mhm. Wegen der älteste überhaupt auf der Welt momentan zu findende Beleg für Bergamotteinkäufe ist bei uns im Archiv. Ne? Mhm. Aber es gab ja auch damals andere Parfümeure, aber es gab natürlich keinen, der als Unternehmen bis heute so durchgehend existent ist. Ne? Mhm. Wir müssen ja unterscheiden zwischen einem Parfumhaus oder einem Parfumunternehmen, was kontinuierlich existiert. Ne? Mhm. Und von daher sind wir nicht nur in Köln das älteste Unternehmen, sondern in der Branche das älteste, also über der ganzen Welt gesehen. Ne? Also in Köln das älteste Unternehmen, was es in Köln gibt tatsächlich. Aber Ihr Duftwasser ist ja tatsächlich das erste Markenduftwasser. Oder ist es überhaupt das erste Markenprodukt? Könnte das sein? Nein, Markenprodukte gab es schon vorher. Da kann man schon, selbst in Köln gab es schon Markenprodukte vorher, nämlich zum Beispiel die römischen Amphoren hatten alle bestimmte Stempel. Also da gab es auch schon Markenartikel. Mhm, okay. Nein, Farina war der Erste, der einen gleichbleibenden Duft produzierte und den an jeden verkaufte, der es sich leisten konnte. Das ist im Grunde die Schwelle vom Individualparfum zu einem Industrieprodukt. Und da man damals noch keine Markennamen kannte, sondern nur Herkunftsbegriffe, denken Sie an Spanisch Leder, Russisch Leder oder andere Artikel, war natürlich auch die Namensgebung, als die Leute merkten, dass sein Duft anders war als die anderen und wollten nur seinen, dann ja seinen Duft, den Begriff Parfum gab es ja noch nicht, Eau de Cologne. Und mit Eau de Cologne ist ein Markenname geschaffen worden, der aber gleichzeitig auch noch eine Herkunftsangabe beinhaltet. Also das ist im Grunde genommen der Wechsel von Herkunft zu Marke. Ne? Und mit Eau de Cologne beginnt das dann eigentlich, die moderne Parfümerie von Individualparfums. Wenn ein Fürst in Spanien oder in Italien einen Duft haben wollte, dann hat er sich individuell kreieren lassen, dann wollte er aber nicht, dass das an andere verkauft wurde. Ja. Und deswegen waren das alles eigentlich Einmalkreationen oder Minimalskreationen, ne, für wenige Personen. Genau, also das ist ein wesentliches Merkmal ja eines Markenprodukts, ist die gleichbleibende Qualität. Jetzt sagen Sie, es war der erste Duft, der eben nicht individualisiert war, sondern für alle gleich roch. Das ist ja ein Merkmal. Es gibt aber noch weitere Merkmale, die es überhaupt möglich machten, einen Duft in dieser gleichbleibenden Qualität anzubieten. Welche sind das denn? Oder was hat? Es war einmal, dass Sie kontinuierlich die Rohstoffe vereinheitlichten für dieses Produkt. Und was ganz wichtig war für diese neue Duftepoche Eau de Cologne, dass sie relativ geruchsneutralen Alkohol herstellten und dass der nicht nach Wein oder Kartoffeln roch. Mhm. Wie es ja bei vielen Weingeist ist. Und selbst wenn Sie heute preiswerten Alkohol einkaufen, kann Ihnen passieren, dass der dann, wenn der nicht aus der Raffinerie kommt, sondern aus pflanzlichen Bestandteilen kommt, wie aus Kartoffeln, dann riechen sie die Kartoffel durch. Ne? Dann ist natürlich bei einem frischen Duft die Duftnote hinüber. Wenn sie natürlich schwere Düfte herstellen, so mit Moschus, Ambra, Zibet, dann können sie natürlich gerade auch Weingeist, der noch ein bisschen nach Wein riecht, überdecken. Sobald sie aber Zitrusnoten wie Bergamot einsetzen, dann riecht das durch. Ne? Und das war auch ein ganz entscheidender Faktor, dass mein Vorfahr quasi diesen Alkohol auch nochmal sauber überdestillierte in Köln, genauso wie auch viele Öle nochmal destilliert wurden, um sie zu verfeinern. Ne? Also daraus wurde hier kräftig destilliert. Genau, also das war aber damals ja ein technologischer Schub, ne, der das überhaupt erst möglich machte. Und die Technik hat er dann aus Italien auch mitgebracht, soweit ich. Italien war natürlich, man muss ja auch so nehmen, die Parfümeure im 18. Jahrhundert waren ja fast alles Italiener. Ne? Aha. In Frankreich war ja noch gar nichts, ne? In Deutschland sowieso nicht. Ne? Woher kommt das denn, dass die Leute denken, Parfum ist was Französisches? Das ist, weil das ausgehende 19. und 20. Jahrhundert natürlich
bevor die amerikanischen Dufthäuser auf den Markt kamen, Frankreich dominant war. Aber man muss auch überlegen, im 18. Jahrhundert war Frankreich das reichste Land in Europa und da saßen auch die wichtigsten Kunden deswegen. Ne? Bei uns ging auch überwiegend der Umsatz nach Frankreich, nicht nach Deutschland. Das war der wichtigste Absatzmarkt weltweit für Parfum. Okay. Also schon vor 100 Jahren, ne? Aha. Ist das der Grund, wieso Sie auch in Ihrer Korrespondenz heute immer noch mit Französisch-Übersetzungen arbeiten? Oder hat das noch andere? Damals war ja Französisch eigentlich die Sprache der Diplomatie, der Höfe und der Salons. Also Deutsch war ja eigentlich keine Sprache, die Sie im Salon sprachen. Selbst für mich, der Russe sprach ja nicht Französisch, sprach ja nur Französisch mit seinen Gesprächspartnern. Deutsch war also eigentlich nicht die Sprache der Belletage, ne? Also im Endeffekt war in ganz Europa Französisch die Sprache der Upper Class, wenn man es so nennt. Ne? Deswegen, wenn einer aus Berlin oder Danzig bei uns bestellte, bestellte den in seinen Briefen in Französisch, obwohl er Deutsch war. Ne? Okay, also das war auch die Handelssprache dann, ne? War die Lingua Franca, ja. Okay. Jetzt gibt es ein Duftwasser, das heißt Jean-Marie Farina, also französische Schreibweise gleicher Name. Wie kommt es denn dazu? Also das ist ein Wettbewerber. Eigentlich immer so, wie das Land war, wo es hinlief. Deswegen war unser Produkt auch immer Jean-Marie Farina vis-à-vis La Place du Joyer. Es gab natürlich noch andere Familienmitglieder, die dann separat Firmen gründeten, auch hier in Köln. Aber diese Firmen sind dann meistens wieder unterhalb der Familie wieder aufgekauft worden oder fusioniert worden. Mhm. Und worauf Sie jetzt ansprechen, ist also Jean-Marie Farina in Paris, also ein Urgroßneffe des Gründers, also Gründer von einem. Johann Maria und Johann Baptist waren ja Brüder, die hatten aber noch einen dritten Bruder, der war auch mal kurz hier im Unternehmen und ist dann nach Düsseldorf gegangen, hat dort ein Handelshaus eröffnet. Mhm. Und sein Urenkel, weil ja ein Teil der Familie in Italien blieb, wegen die Landwirtschaft wurde ja auch weiter vererbt, ne? Die war ja auch ein Wirtschaftszweig. Und der kam aus Italien dann nach Paris 1806 und hat dann eine eigene Firma gegründet. Und wir heißen ja alle Johann Maria, eine Familie, und so ergab sich das. Wir hatten aber dann in Paris zwei Jean-Marie Farina, also einmal das Haus aus Köln und dann den Jean-Marie Joseph Farina in Paris. Wobei wir eigentlich mit ihm nie Krach hatten deswegen und haben eigentlich viel mehr zusammengearbeitet, was Dritte anging, Nachahmer, die damals sehr stark aufkamen, ne? Also mit der Französischen Revolution kamen ja auch die Nachahmer auf und somit hat also Jean-Marie Joseph in Paris auch sehr stark im Namen der Kölner dort also Dritte bekämpft. Ne? Mhm. Und, wir haben also bis heute noch Verträge daraus, die heute noch Gültigkeit haben. Denn diese Marke Jean-Marie Farina Paris ist ja dann an Roger Gallet gegangen später. Und von Roger Gallet ist sie jetzt letztes Jahr an Laboratoire Natif gegangen, also an eine Investment Holding. Also es ist, diese Marke ist schon sehr oft gewandert, aber diese Rechtsverträge haben immer noch ihre Gültigkeit. Und in der Hinsicht arbeiten wir da auch nach wie vor mit zusammen. Okay. Apropos Name, Recht und so weiter, wie lange ist denn Ihr letzter Rechtsstreit mit der Marke 4711 her? Das muss ich jetzt einmal fragen. Ja, mit 4711 hatten wir ja im 19. Jahrhundert sehr viele Prozesse, bis die dann verboten bekamen, Farina zu benutzen. Dann hat die Familie Möns einfach eine neue Firma gegründet und dann 1881 dann unter 4711 erst weitergearbeitet. Mhm. Okay, aber damit. Aber, ja, da kann ich weiter. Aber danach haben sie natürlich einige dieser Plagiatsfirmen aufgekauft und uns damit im Grunde genommen so eine Art image-schädigende Konkurrenz gemacht. Und darum gingen die Prozesse oft. Ne?
Und der letzte Prozess war also 2006 mit Procter & Gamble. Und nachdem der verloren war auf der Seite von Procter & Gamble, hat Procter & Gamble die Marke 4711 halt verkauft an Meuron Wirtz. Und seitdem gibt es keinen Rechtsstreit mehr. Ja, okay. Interessanterweise dann wieder die Marke. Da keine Dissonanz im Moment, ne? Gut. Jetzt ist es ja aber so, die Marke 4711 scheint schon, ich würde jetzt mal sagen, ohne jetzt eine Statistik dazu zu kennen, aber die ist schon deutlich bekannter als das Haus Farina. Was glauben Sie denn, woran liegt das denn? Das liegt an mehreren Dingen. Erstmal hat man hier sich nicht so, vielleicht in manchen Phasen nicht so sehr angestrengt, aber wir waren auch immer in einem etwas anderen Marktsegment. Wir haben also mehr. Wir beliefern ja inhabergeführte Parfümerien, wir beliefern Geschäfte, die also nicht so im Massensektor tätig sind. Also Sie finden es auch bei Manufaktum, das ist aber eine der wenigen Ketten, die es führt. Aber es ist mehr eine Nischenmarke heute. Nur diese Nische ist eigentlich das, was vor 300 oder vor 200 Jahren der ganze Markt war. Während 4711 nach dem Ersten Weltkrieg, als sie an uns größenmäßig vorbeiging, mehr auf die Masse gesetzt hat, Drogeriemärkte, Kaufhäuser. Und dadurch sind die natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg in die Fernsehwerbung gegangen. Und das hat dazu geführt, dass dieses Unternehmen größer wurde. Ne? Hat aber auch dazu geführt, dass es kein Familienunternehmen unter der ursprünglichen Gründerfamilie ist. Ne? Es ist ja dann an Wähler verkauft worden, nicht weil es so profitabel war, sondern genau das Gegenteil. Ne? Okay, jetzt ist es, also ich muss ehrlich sagen, ohne jetzt, also es ist wirklich unparteiisch, ich finde, Ihr Duftwasser riecht deutlich besser und ich finde tatsächlich auch moderner als das von 4711, wobei ich mir einbilde, dass sich bei 4711 in den letzten Jahren irgendwas geändert haben muss am Duft oder meine Nase hat sich sehr verändert, das weiß ich jetzt gerade nicht. Wie kommt das denn, dass Ihr Duft wirklich so zeitlos riecht, weil den könnte man heute ja genauso wieder als neuen Duft anbieten und der, also das ist faszinierend. Es ist vielleicht aber auch, weil wir seit 25 Jahren so eine Art Renaissance der Eau de Cologne erleben. Und wenn Sie die Neulancierungen dieser Zeit sehen, beziehen diese Düfte sich ja nicht nur werblich, sondern auch inhaltlich oft auf das, was wir im 18. Jahrhundert schon eingeführt hatten. Und deswegen gab es ja auch eine schöne Ausstellung 2019 in Glas. Fantastische Geschichte der Eau de Cologne zum 310. Geburtstag quasi der Eau de Cologne. Und dort wurde auch richtig gezeigt, die ursprüngliche Eau de Cologne, dann die Eau de Cologne des 19. Jahrhunderts und dann seit 25 Jahren diese sogenannten Neocolognes. Wobei die neuen Düfte von Hermès dazu gehören, genauso wie neue Düfte von Roche & Gallet oder auch von Thierry Mugler und solchen Firmen. Also im Grunde genommen ist das eine Renaissance und eine Rückbesinnung auf diese gute Dufttradition des 18. Jahrhunderts. Also mit vielen natürlichen, ursprünglichen Rohstoffen tatsächlich auch. Ja, aber wenn Sie so sehen, eine der dollsten Weiterentwicklungen war Eau Sauvage im 16. Jahr. Und die wurde ja dann eigentlich von Jean-Claude Elena in den nach 2000 weitergeführt mit neuen Kreationen einerseits der traditionellen Zitrusöle wie Bergamot und andere Arten, aber auch mit Kombinationen andersartiger Duftstoffe, um also völlig neuen Duftakkorde zu kriegen. Also kurz zur Aufklärung für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Eau Sauvage ist vereinfacht gesagt ein Eau de Cologne plus 20% Hedion, diesen Inhaltsstoff, den man heute in fast jedem Parfum drin hat. Ne? Das war eine Revolution. Ja. Grandioser neuer Duft. Genau. Ja, jetzt ist es ja so, also riecht Ihr Duft heute wirklich genauso wie vor 310 Jahren oder gab es da schon? Exakt, weil wir haben ja immer wieder die Ernteänderungen, dann gibt es auch, verschwinden auch manche Inhaltsstoffe. Zum Beispiel
die Zitronat-Zitrone, die wir ursprünglich drin hatten, die gibt es seit fast 100 Jahren nicht mehr. Die ist also dann nach dem Ersten Weltkrieg quasi ausgestorben, die wir benutzt haben. Das muss man dann durch Neuzüchtungen oder andere Duftstoffe verschneiden, um den gleichen Dufteffekt zu bekommen. Das haben wir ja auch durch gesetzliche Vorgaben letzten Endes. Ne? Das macht uns natürlich auch große Probleme, denn wir dürfen ja natürlich nicht die Furkumarinhaltigen Bergamotte einsetzen oder nicht in dem Maße. Und dadurch fehlt dem Duft natürlich ein paar chemische Substanzen, die vorher drin waren. Ne? Gerade die Furkumarine machen natürlich doch viel aus. Und wenn Sie mal ein Eau de Cologne mit Furkumarin riechen und eins ohne, dann sagen Sie natürlich, das ist keine Verbesserung. Okay, das ist interessant. Ich habe tatsächlich diesen Vergleich noch nicht gemacht. Verkaufen Sie sowas unter der Hand? Nein, das müssen Sie sich dann selber mischen. Der einzige Ort, wo solche solche Altkompositionen gemischt werden, die heute nicht mehr vermarktbar sind, ist die Osmothek in Versailles als Archivbibliothek der Düfte. Ne? Mhm. Und die versuchen natürlich nach den Originalrezepturen das zu mischen. Und wenn sie die riechen, dann sehen sie, was durch die Gesetzgebung dann natürlich abhanden kommt. Das betrifft eigentlich alle Düfte der letzten 200 Jahre. Ja, ja. Genau, also tatsächlich ist ja das Thema Reformulierung, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, auch wenn man so ein bisschen YouTube-Influencer guckt und so, also schon nochmal sehr präsent. Es scheinen sich gerade sehr viele Düfte zu verändern. Und das hat natürlich mit gesetzlichen Vorgaben zu tun, wie Sie gesagt haben. Also man darf die Bergamotte mit Furkumarin nicht mehr verwenden. Man verwendet auch normalerweise keinen echten Moschus mehr in Europa, solche Dinge. Aber es hat auch damit zu tun, dass die Unternehmen gerade denken, sie müssten ihre bekannten, eingeführten Düfte dem Zeitgeist anpassen. Was halten Sie denn davon? Ich glaube, dass weniger. Die neue Düfte rausbringen, sorgen einfach dafür, dass die dann gesetzeskonform einfach nicht die Sachen enthalten, die man nicht nehmen kann. Mhm. Die anderen Firmen, die traditionelle oder ältere Düfte haben, machen das nicht freiwillig, sondern sind gezwungen, wenn sie hier einen Duft weiterverkaufen wollen, die Rezeptur zu verändern, sonst ist es nicht gesetzesangepasst. Ne? Also ich glaube nicht, dass das eine freiwillige Maßnahme ist. Okay, ist interessant, also weil da gibt es ja immer unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Meinungen, wie das zustande kommt. Ich dachte tatsächlich kaum, dass irgendeiner das freiwillig macht. Okay, gut. Was wir ja auch in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren, vielleicht auch ein bisschen länger erleben, sind die sogenannten Flanker. Also es hat erst so mit günstigeren Marken angefangen, dass unter Job oder sowas Flanker kamen. Also das heißt eben einen Duft, wo es dann nochmal eine Untervariante gab. Zum Beispiel aus Job Om wurde dann irgendwie, keine Ahnung, Job Om Summer oder irgendwie sowas. Und das hat man in den letzten Jahren doch sehr viel. Und mittlerweile machen das ja sogar Premiumhäuser wie Chanel. Also es gibt von Chance mittlerweile eine ganze Reihe von Flankern. Wie stehen Sie denn dazu? Ja, die Explosion der Neulancierung bis vor einem Jahr war ja gigantisch. Ne? Es gibt ja so ein Buch von Michael Edwards, also dieses Perfume of the World, ne? Nachschlagewerk, und wenn Sie sehen, früher waren dann meinetwegen 100 Neulancierungen im Jahr und jetzt sind es auf einmal 1000. Ne? Da verliert man auch völlig den Überblick. A, weiß man gar nicht mehr, die Namen kennt man gar nicht mehr, und dann weiß man auch gar nicht mehr, was da für ein Duft hinter ist. Aber die meisten sind natürlich auch MeToo-Produkte dabei. Ne? Und die meisten verschwinden auch innerhalb von 2-3 Jahren wieder. Aber die explosionsartige Neulancierung, die ist natürlich gigantisch. Ne? Ja. Wie schaffen Sie da schon sehr den Überblick? Deswegen sagen ja manche Parfümeure, man soll nicht rechts und links gucken und einfach seinen eigenen Stil behalten, sonst kommt man nachher auch in den Mainstream und dann macht man nur ordinäre und gewöhnliche Düfte, die dann auch nur
übers Marketing laufen. Ne? Ordinäre Düfte ist eine schöne Formulierung. Ich habe es. Sondern Düfte, die eigentlich banal sind. Ne? Ja, richtig. Oder MeToo. Genau. Ne? Ja. Wobei das MeToo-Produkt manchmal erfolgreicher sein kann als das Original. Das ist ja oft so, dass manche Düfte mehr über das Marketing erfolgreich sind als über den Duft selber. Wie die Marke 4711, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Genau. Aber wie schaffen Sie es denn da zu widerstehen? Ich meine, Sie führen ja auch ein Unternehmen, was letzten Endes vielleicht Geld verdienen will, gerade vielleicht jetzt auch in und nach Corona. Ne? Also Sie hatten natürlich wie alle Parfümhäuser jetzt auch nichts zu lachen in der letzten Zeit. Aber wie schaffen Sie es denn? Weil Sie haben ja wirklich dieses eine Kernprodukt, das Eau de Cologne. Dann gibt es noch ein Russisch-Leder-Parfüm plus ein paar Düfte von Tina Farina, die es aber auch schon sehr lange gibt. Aber Ihr Kernprodukt ist ja wirklich nach wie vor das Eau de Cologne. Wie schaffen Sie es denn, dazu widerstehen und nicht auch bei diesen Flankern und Varianten und diesen ganzen Sachen mitzumachen? Ja, das Interesse oder die Idee ist immer wieder da, es doch zu machen. Das will ich auch nicht ausschließen für die Zukunft. Aber mit den Kernprodukten haben wir auch sehr viel zu tun. Und eigentlich ist die Herstellung des alten Duftes in der Art, wie wir es machen, auch immer wieder eine Herausforderung. Von daher ist es die Frage, will man sich dazu sehr verzetteln oder nicht. Ne? Mhm. Also wir bleiben im Moment sehr stark bei unserem Kernsortiment. Mhm. Und wie viel Prozent des Umsatzes macht da Ihr Eau de Cologne aus im Vergleich zu den anderen Düften, die Sie noch führen? Überwiegende Teil. Okay. Also ganz dominant. Mhm. Wie sieht denn Ihre Prognose aus? Wie wird sich die Parfümindustrie oder die Branche insgesamt in den nächsten 30 Jahren entwickeln? Wo stehen wir in 30 Jahren? Also ich glaube, das wird noch weiter wachsen. In den letzten Jahren ist ja die ganze Branche extrem gewachsen. Und ich glaube, das hat zwar durch Corona jetzt einen Dämpfer bekommen, wo mehr die Pflegeprodukte im Plus waren und nicht die Parfums. Mhm. Aber sobald das Leben wieder an die Vor-Corona-Zeit anknüpft und Kontakte da sind, Reisen wieder stattfinden, Partys, dann nimmt auch der Duftkonsum wieder zu. Mhm. Gut, wir hatten vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, also Sie haben ja Industriekaufmann gelernt, dann eine Parfümeursausbildung tatsächlich gemacht und dann nochmal Apotheker. Uns interessiert hier natürlich auf dem Kanal insbesondere Ihre Parfümeurlaufbahn. Sie sagten vorhin, Sie haben bei einem der großen deutschen Dufthersteller. Ja, ich habe eigentlich bei uns im eigenen Hause angefangen. Mein Vater hat bei sich im Labor mir schon mit 10 Jahren eine Ecke eingerichtet. Erst mit einem Chemiebaukasten, den fand ich aber nicht so spannend. Aber dann habe ich eigentlich von klein auf an durfte ich da schon mitmischen. Mhm. Und habe dann eigentlich meinen Vater auch schon mit 14, 15 immer begleitet, wenn wir Eau de Cologne angesetzt haben. Und konnte da mich austoben. Und auch bei meiner Mutter habe ich also viel gelernt, die ja auch Parfümeur ist. Und dann habe ich das nach meinen ersten Ausbildungen dann fortgeführt und war dann bei verschiedenen Duftstoffherstellern. Mhm. Aber man lernt in der Branche ja nie aus. Und eins ist ja so, heute sind ja viele, die Parfümeur-Ausbildung machen ja erstmal die chemische Ausbildung, weil das Background-Wissen heute wesentlich größer sein muss als früher. Früher konnten sie als Feingeist ja auch in die Branche reingehen, ohne chemische Grundlagen. Heute ist das schwieriger geworden. Ne? Mhm. So dass also Quereinsteiger in den Firmen meistens nicht so üblich sind, es sei denn, sie riechen sehr gut. Aber das chemische Background-Wissen ist das A und O. Also ich habe ja teilweise wirklich auch noch sehr junge Zuschauer. Ich bin glaube auch schon ein bisschen älter, als ich aussehe. Ich verrate jetzt einmal, ich bin 40. Die Leute glauben das immer nicht so. Also für mich wäre das wahrscheinlich nichts mehr. Ich bin einfach schon zu alt, um sowas professionell zu machen. Nee, würde ich nicht sagen. Nein? Der einzige Nachteil des Alters ist ja, dass sie irgendwann schlechter riechen als junger Mensch. Aber es gibt für die Kreativität gibt's ja keine Grenze. Sie können ja auch noch Parfums kreieren, wenn sie nicht mehr gut riechen.
Denn okay. Das Parfum kreieren Sie am Kopf und nicht in der Nase. Ja, aber also der Geruchssinn wird halt... Da eigentlich keine Limitierung. Aha. Also der Geruchssinn wird schlechter mit den Jahren, das wusste ich gar nicht. Das ist doch normal, ne? Augen, ja. Ohren, Nase. Also Augen, ja. Geruchssinn nimmt ab. Okay. Wobei Geruchstraining A und O ist, das soll sogar Demenz und Alzheimer vorbeugend sein. Und da gibt es also sehr erfolgreiche Studien, deswegen mit Geruchstraining können Sie sich am besten jung halten. Ja, ich merke auch, also tatsächlich, wenn ich, also ich mache das ja tatsächlich nur hobbymäßig, das heißt am Wochenende, ich merke aber, wenn ich länger keine Duftstoffe gerochen habe, also es kommt mir auch so vor, als würde die Nase dann zwischendurch immer mal schlechter werden, bis man wieder tatsächlich damit anfängt. Kann das sein oder bilde ich mir das ein? Das kann sehr gut sein, aber im Endeffekt, wenn Sie an Gerüche denken, brauchen Sie sie gar nicht riechen, Sie haben es im Kopf, ne? Ja. Wenn Sie jetzt an eine Zitrone, eine Melisse denken, dann können Sie sich doch den Geruch vorstellen. Das stimmt. Und so ab. Und dann so können Sie sich überlegen, wenn ich das und das mische, dann müsste das so und so rauskommen. Und dann kann man das ja mal nachstellen im Labor. Ne? Also arbeiten ja tatsächlich auch Parfümeure. Ne? Die entwickeln den Duft im Kopf, geben den in eine Software sogar ein. Dann gibt es. Aber im Endeffekt komponieren Sie erstmal am Schreibtisch. Genau, ja. Ja. Okay. Ich lehne mich selber an Duftstoff an den Fingern. Was würden Sie denn jetzt aber... Das Parfum, ne? Wenn Sie alles durcheinander gemischt haben, dann... Ach so, wo Sie gerade das Parfum sagen. Mir fällt noch was ein. Im Roman Das Parfum nennt sich oder wird die Hauptfigur Jean-Baptiste Grenouille genannt, hat also den gleichen Vornamen wie ihr Vorfahr. Was ist denn davon zu halten? Wie kam es denn dazu? Ja gut, als Vorbild gibt es ja nicht sehr viele in der Zeit. Mhm. Und wobei die Vorlage für den Roman Das Parfum von Süßkind ist schon in einem anderen Werk ja da. Nämlich in Margalottis Lettere Odorata an den Herzog von Toskana. Das kam schon 1703 raus. Ne? Mhm. Da ist auch so eine Figur beschrieben, die selber nach nichts riecht und dadurch optimal parfümieren kann. Ne? Aber Vorbilder sind natürlich gering in dieser Zeit zu finden. Wobei die Geschichte ja eigentlich schon fast bei unserer zweiten Generation angesiedelt ist. Ne? Mhm. Wenn Sie mal die Zeitabläufe unseres Hauses sehen, dann spielt das Buch von Süßkind ja fast schon bei uns in der zweiten Generation. Ne? Mhm. Also ich glaube, der Ort, wo es anfängt, ist... 18. Jahrhundert soll das spielen, ne? Ja, ich glaube, es fängt in Italien auch an, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Mit Baldini hieß der... Nee, der war ja in Paris. Der Tatsache geschuldet, dass eigentlich alle Parfümeure Italiener waren. Auch in Paris, ne? Ah, okay, verstehe. Das muss man ja auch so sehen, ne? Und damals gab es ja auch noch diese Brücke, ne? Mit den ganzen Läden, so wie in der Ponte Vecchio in Florenz, ne? Das kennen Sie ja vielleicht von Bildern oder waren selber schon mal da, wo die Läden rechts und links an der Brücke hängen, ne? Nee, habe ich selber jetzt noch nicht gesehen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das in dem Film Fiktion oder Wirklichkeit ist, beziehungsweise im Buch, aber das ist dann tatsächlich... Das stimmt. Okay. Also wenn Sie alte Pläne von Paris sehen, können Sie das darauf sehen. Es gibt also tolle Pläne, wo man auch richtig die einzelnen Anbauten dann sehen kann. Ja, okay, interessant. No, heute sind die ja alle weg von den Brücken. Ja. An der Ile-de-France, die Brücken, die darüber gingen, ne? Zur Notre Dame und so, die sind ja jetzt rechts und links total nackt und frei, ne? Ja. Ich habe gehört, dass sich der Autor auch bei Ihnen im Archiv umsehen durfte, bevor er diesen Roman fertiggestellt hat. Patrick Süßkind, ist das richtig? Ja, das kann ich so nicht sagen. Das war vor meiner Zeit. Da okay. War ich noch nicht hier im Hause, ne? Mhm, verstehe. Gut, ist es so, wenn man sich nochmal für das Thema Düfte interessiert und in der Nähe von Köln ist, dann kann man sich bei Ihnen im Duftmuseum umsehen, beziehungsweise das ist ein geführter Rundgang. Also das Museum ist nicht sehr groß, die Information ist dafür umso wertvoller. Wann geht es denn wieder los mit den Führungen? Also das Duftmuseum Farinhaus
führt ja durch die Kellergewölbe, die teilweise sogar noch römisch sind, durch die Kellergewölbe, wo wir im 18. Jahrhundert produziert haben. Also es ist der Originalort, in dem Eau de Cologne vor 300 Jahren entstand und produziert wurde. Deswegen sind die Räume sehr, sehr klein. Deswegen können wir auch immer nur 20 Leute führen. Mhm. Aber das geht am 1. Juli wieder los. Okay, ist auch für ein wirklich viel dafür getan, dass alle sicher sind. Die Düfte selber, die Sie da riechen, sind ja so oder so, was Corona angeht, antiviral, antibakteriell, die sind ja absolut sauber. Ja. Und die Luft, die haben wir jetzt überall mit UVC-Geräten bestückt, also das ist alles steril, fast zu steril. Sie riechen dann eigentlich nur noch die Düfte in Zukunft. Okay, also gut vorbereitet. Also ist für einen relativ kleinen Preis zu haben. Für 5 Euro kommt man in das Museum inklusive Führung. Ich habe das auch vor ein paar Jahren gemacht, kann das nur weiterempfehlen. Und das ist auch echt immer wieder eine Überraschung, glaube ich, für Menschen, dann wirklich zu hören, dass dort in diesem Kellergewölbe eigentlich die moderne Parfümindustrie erst entstanden ist. Das muss man einfach nochmal sagen. Ne? Ja, man muss sich ja auch überlegen, wie viel damals hatte Köln 40.000 Einwohner. So viele Besucher kamen ja hier nicht durch Köln. Also das, auch die Parfümerien im 18. Jahrhundert in Paris waren ja nicht viel größer. Also eigentlich solche Firmen sind immer auf solch beengtem Raum. Ne? Mhm. Und es gibt natürlich größere Orte wie Santa Maria Novella, die aber eigentlich gar nicht eine Parfümerie sind, sondern zum Beispiel einem ehemaligen Klosterapotheke untergebracht sind. Ne? Mhm. Wo produzieren Sie denn heute? Am Stadtrand von Köln. Also seit 1963 wird hier in der Innenstadt nicht mehr produziert. Ne? Also Sie haben jetzt eine ganz... Wir wollten das alles hier raushalten. Wir hätten, also ich hätte ja, mein Lebenstraum wäre ja gewesen, die gläserne Fabrik hier in der Innenstadt, aber das hätte was, ne? Wenn man dann immer überall reingucken könnte und dann sehen, wie da produziert wird. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das noch umsetzbar ist nach den heutigen Bestrebungen. Nach den, die Innenstadt autofrei sein soll. Ne? Ah, okay. Ja, gut. Gibt es denn sonst noch was zu sagen, was Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitteilen möchten? Ja, dass es eigentlich nie zu spät ist, sich mit der Parfümerie zu beschäftigen. Und jeder hat im Grunde genommen die Möglichkeit, da einzusteigen. Denn es gibt überhaupt keine Begrenzung auch in der Kreation. Es wird auch nie eine Begrenzung an Kreationen geben, weil die Kombinationsmöglichkeit ist unendlich. Und von daher wird es auch immer Platz geben für einen, der neue Düfte machen will. Also viel Mut für unsere Hobbyparfümeure. Vielleicht ist der eine oder die andere dabei, die sich tatsächlich dann auch beruflich dahin entwickelt. Die Möglichkeiten gibt es tatsächlich, auch wenn sie noch ein bisschen begrenzt sind. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Vielleicht sehen wir uns mal wieder in Köln. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Vielen Dank.